Liebe Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, am kommenden Sonntag wird eine Gedenkfeier von Frank-Walter Steinmeier, unserem geschätzten Bundespräsidenten, stattfinden für die Opfer der Corona-Pandemie. Auch die Stadt Wolfsburg wird sich beteiligen mit einer Trauerbeflaggung und mit Glockengeläut. Wir werden aber auch eine eigene Veranstaltung machen, allerdings erst dann, wenn die Inzidenzzahlen auch eine Veranstaltung in Wolfsburg wieder zulassen. Denn ich glaube, wir haben allen Grund, den Opfern der Corona-Pandemie zu gedenken. Auch wir in Wolfsburg waren sehr stark betroffen vor einem Jahr, insbesondere im Hans-Lilie-Heim. Wir haben damals mit Entsetzen die Situation wahrgenommen. Täglich mehrere Verstorbene. Und meine Gedanken damals und heute waren natürlich auch bei den Angehörigen, die sich oft nicht verabschieden konnten, so wie wir es gewohnt sind, von Sterbenden uns zu verabschieden. Das war eine traurige Situation und das war die traurigste Situation der Corona-Pandemie. Aber es gibt auch andere, die darunter leiden, die ihre Arbeit verloren haben, die um ihre wirtschaftliche, ihre berufliche Existenz kämpfen. Viele Schülerinnen und Schüler, die vielleicht abgehängt worden sind in den letzten Monaten. Viele andere, die unter der Corona-Pandemie leiden, und eigentlich leiden wir doch alle darunter. Wir können vieles nicht machen, was uns bis dahin lieb war. Ich kann mich beispielsweise mit meinen besten Freunden nur sehr eingeschränkt mal treffen. Man kann sich nicht mehr in den Arm nehmen. All das haben wir in den letzten Jahren zu bewältigen. Und wir werden sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um die Situation zu verbessern. Aber es gibt natürlich auch Hoffnungen. Die Zahl der Impfungen nimmt endlich zu. Wir werden in Zukunft deutlich mehr testen können. Das hilft uns, Dunkelziffern zu erkennen und damit auch Infektionsketten früher und besser zu unterbrechen, sodass ich schon Hoffnung habe, dass so nach und nach die Situation sich bessern wird. Lassen Sie uns heute den Opfern der Corona-Pandemie gedenken. Schauen Sie, wenn Sie möchten, der Gedenkfeier zu am Sonntag. Sie wird übertragen im ARD. Und hoffen wir gemeinsam, dass wir die Situation verbessern können. Wir können sie aber auch nur gemeinsam verbessern, indem wir uns alle gut kontrollieren, uns an die Vorgaben halten, damit es möglichst wenig weitere Opfer der Corona-Pandemie gibt. Vielen Dank.